Also ganz kurz nochmal was zur Vollfederung vielleicht. Es gibt ja, welchen Grund hat man eigentlich, ein Rad voll zu federn? Erinnern Sie sich mal an Ihre Jugend zurück. Die Mopedli von damals haben vorne eine Teleskopfederung gehabt, oder die Quickli haben unten so eine Schwingfeder gehabt. Ist es noch? Das hat ein wenig so geschwungen, das Ganze. Und hinten war es starr. Dann gab es damals Speicherbrüche immer wieder, ne? Wenn hinter Hinterrad gehabt hast, ich weiß noch, haben wir immer Speicher erneuert. Oder es war halt, wenn du schneller gefahren bist, war das ein bisschen ein Gehoppel und ein unsicheres Fahrverhalten, vor allen Dingen in der Kurve. Und dann, als die hinter die Federbeine kamen, und dann war die Fahrerei so richtig toll, man konnte auch mit zwei Leuten fahren, ne? Hinter die Freundin draufsetzen und so. Und das Fahrverhalten ist deutlich sicherer geworden. Das heißt, es gab zwei Gründe überhaupt für eine Vollfederung. Und das ist gleich auch beim E-Bike. Einmal der Komfort, weil diese zwei Federsysteme bewegen sich ja permanent hin und her und schlucken dann die Fahrbahnunebenheiten. Der Fahrer fährt einigermaßen gerade und ohne schafft's, ne? Dadurch, dass das Laufrad immer auf den Boden gedrückt wird, quasi. Sie machen ja keine kleinen Sätze und Sprünge, wenn Sie über Bodenunebenheiten fahren, sondern das wird ja immer drüber geführt, das Rad, die Laufräder. Bleiben die in einem wesentlich besseren Kontakt, die Laufräder von der Fahrbahn, und sie haben viel bessere Fahreigenschaften. Also die Fahreigenschaften von einem vollgefederten Rad sind frappierend, das ist einmalig. Ich traue diesem Rad daneben oder allen vollgefederten von Ries und Müller traue ich Geschwindigkeiten zu von weit über 80 km/h. So gut sind die. Also sie fühlen sich da nach wie vor truffsicher und wohl und ist so die Spitzenmöglichkeit, die wir überhaupt haben. Es ist ein wenig schwerer, es ist ein wenig teurer und man wägt das Ganze ab, ob man nicht lieber doch auch noch eine Kreuzfahrt machen will, sich am Auto einen Spoilerrand baut oder eine Klimaanlage oder ein Schiebedach oder ob man da fehlt. Verstehst du, was ich meine? Also einer, der viel fährt, für den lohnt es sich, da freut er sich drüber und denkt sich jedes Mal, wenn er sich draufsetzt, gut, dass ich das Rad gekauft habe. Der andere braucht es halt für andere Dinge, sein Geld.